herum kann man einiges selbst ausprobieren und auch einiges aus der Schifffahrt lernen. Wer Lust hat, die Welt aus einer anderen Perspektive vom Rhein aus zu sehen, der kann zwar mit dem Boot drüber fahren, muss dafür aber erstmal einen Führerschein machen. Erste Übungen kann man hier mal machen. Hier sind nämlich einige Schilder aufgeführt. Zum Beispiel dieses Schild bedeutet, dass man da nicht einfach mit dem Kanu drauf darf auf diesen Wasserabschnitt. Hier kann man nur mit einem Motorboot oder mit einem großen Schiff drauf. Sich in der frischen Luft einfach mal hängen lassen. Darauf haben Jung und Alt Lust. Einige hundert Meter weiter wurde das Pegelhaus restauriert, das wie zuvor auch als Café genutzt wird und die Hochwasserstände der vergangenen Jahrzehnte markiert. Wer Höhenangst hat und nicht auf die Seilbahn möchte, kann sich auch mit der Fähre zum anderen Flussufer bringen lassen. Schiffe gibt es hier genug. Die Nähe zum Fluss ist für die Koblenzer aber nicht immer ein Segen. Ganz schön versifft und verschlammt sieht sie aus. Aber das ist nur hier drin. Hier soll nämlich gezeigt werden, wie es aussieht, wenn hier mal Hochwasser ist. Das kommt ja auch öfter vor, nämlich gerade im letzten Winter gab es ein Hochwasser, gerade hier, wo die Boga vorbereitet wurde. Ich glaube, da haben die Leute, die hier noch Blumen gepflanzt haben und einiges nochmal reparieren mussten, die hatten da nochmal einiges zu tun und sind nochmal in Stress geraten. Jedenfalls kann man sich hier unter anderem auch darüber informieren, was passiert, wenn der Rhein mal ein paar Meter höher ist, als er eigentlich sein sollte. Man kann sich durch die Landschaft fahren lassen, aber Hunderte strömen zu Fuß durchs Gelände. Auch wenn die Buga vorbei ist, sollen die Touristen und Einheimischen wieder gerne am Rhein spazieren gehen. Was wird für Koblenz bleiben nach der Bundesgartenschau? Also ich denke, man muss hier ganz klar feststellen, dass eine Bundesgartenschau natürlich zum einen ein sommerlanges Fest ist. Natürlich feiern wir jetzt bis zum 16. Oktober. Aber der ganz entscheidende Qualitätsvorteil einer Bundesgartenschau ist natürlich die Schaffung bleibender Werte. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit. Alles, was wir an Baumaßnahmen realisiert haben, sind Dinge, die eben über die Bundesgartenschau erhalten haben und den Menschen hier in der Stadt zur Verfügung stehen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, warum die Koblenzerinnen und Koblenzer ihre Bundesgartenschau mögen. Es ist eine große Akzeptanz da, weil sie spüren, es geht zwar um dieses freudige Fest, die Bundesgartenschau, aber in erster Linie geht es eben darum, neue Freiräume in der Stadt zu schaffen, neue Lebensqualität in der Stadt zu schaffen. Und das, denke ich, ist der ganz entscheidende Punkt. Ja, ich wollte gerade fragen, viele Koblenzer waren ja auch selbst schon hier und nach dieser langen Baustelle konnten sie jetzt mal sehen, was draus geworden ist. Haben Sie da Resonanzen von den Leuten, die sagen, so schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt, oder die jetzt fragen, das ist jetzt ganz anders gemacht worden, das gefällt uns gar nicht mehr oder so, haben Sie da was gehört? Also gerade die ersten Tage waren ganz stark die Koblenzerinnen und Koblenzer hier, die wollten einfach sehen, was passiert ist. Viele Bereiche konnte man ja auch nicht einsehen und wir haben unglaublich viel Zustimmung erfahren, wir haben unglaublich viele Menschen getroffen, die gesagt haben, hey, was hier entstanden ist, das ist wirklich klasse, das ist für Koblenz ein Quantensprung, einmal in der Stadtentwicklung, zum anderen aber auch, was die touristische Destination Koblenz betrifft. Also da haben wir unglaublich viel Zustimmung, das macht uns ein bisschen stolz, das gebe ich gerne zu. Also viele Koblenzer waren schon da. Von wo kommen die Leute sonst? Aus ganz Deutschland, Mitteleuropa oder mehr so der Umkreis von 1-200 Kilometern? Wir sind natürlich ein nationales Ereignis, das heißt, die Menschen kommen tatsächlich aus ganz Deutschland. Im Moment spüren wir aber natürlich, dass es die Region ist, die sich die Bundesgartenschau anschaut. Die nehmen so 2 Stunden Autofahrt oder Anfahrt in Kauf, um hierher zu kommen. Aber darüber hinaus auch, da ist ein ganz wichtiges Thema natürlich die Seilbahn. Ich weiß, dass viele Menschen auch längere Anfahrten in Kauf nehmen, um eben mit der Seilbahn zu fahren, um die Festung zu sehen und damit eben auch die Angebote zu nutzen, die über das normale Angebot einer Gartenschau hinausgehen. Ein Sommer lang wird hier in Koblenz richtig viel passieren. Kurz gesagt, was sind denn für Sie die besonderen Highlights? Ich tue mich da immer so ein ganz klein bisschen schwer, weil unser Ziel ja ein anderes ist. Wir wollen ja nicht die großen Highlights schaffen, sondern wir wollen ein kontinuierliches Programm anbieten. Wir wollen eigentlich jedem Besucher, egal an welchem Tag, dass er kommt, sagen, du hast eine gute Gartenschau, du hast ein buntes, gärtnerisches Programm, du hast aber auch ein sehr abwechslungsreiches Kulturprogramm, sicherlich mal mit ein bisschen aufwendigeren Dingen,
Aber im Großen und Ganzen ist wirklich jeden Tag etwas geboten und das ist, wenn man so will, das Highlight dieser Bundesgartenschau. Haben Sie ein paar Beispiele, was jeden Tag hier für Highlights da sind für die Leute? Also das fängt an bei einfachen Dichterlesungen, die Kirche ist sehr aktiv. Es sind zwei große Ausstellungen, eine über Lené, Peter Josef Lené, eine Rheinreise, Begräbniskultur. Es finden an zwei, drei Bühnen regelmäßig Musikveranstaltungen statt, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Eher der Stille für Menschen, die etwas Ruhe suchen, aber auch mal das Laute für junge Leute. Wir haben eine Skateranlage, wo Musikdarbietungen sind. Also wir versuchen einfach für die ganze Familie, für jede Altersstufe ein Programm anzubieten. Und diese Abwechslung ist die besondere Qualität dieser Gartenschau. Das kurfürstliche Schloss beherbergt vor allem einige Ämter. Und davor befand sich bisher ein großer Parkplatz. Seit diesem Frühjahr liegt das Schloss nun nicht mehr nur am Fluss, sondern auch am Meer, an einem Meer aus Blumen. Eine wunderschöne Atmosphäre, um zu arbeiten. Drin für die Beamten und draußen für viele der Aktionen, an denen Bürger teilnehmen können. Wer es entspannter mag, der nimmt sich einfach einen Stuhl und macht es sich irgendwo gemütlich. Auch hinter dem Schloss wurde der Park wieder aufgemöbelt. Oberhalb des Brunnens natürlich überwacht, von Vater Rhein und Mutter Mosel. Auch bekannte Gesichter aus Koblenz schauen sich die Buga gleich in den ersten Wochen an und beteiligen sich hier auch. TuS Koblenz-Legende Rudi Gutendorf hatte gerade wenige Tage zuvor das Bundesverdienstkreuz erhalten und ist nun am Rheinufer unterwegs. Sie wollen hier auch den Jugendlichen den Fußball etwas näher bringen, oben auf der Festung. Was machen Sie da genau? Ja, vor allen Dingen mit Kindern so ein Showtraining, wenn das mit meinem Namen verbunden ist. Mich kennt ja jeder hier in Koblenz, ich bin gebürtiger Koblenzer. Und da mache ich dann mit Kindern so ein Training, wie man passt, einfache Sachen. Und ich mache das sehr gerne, hier in Wolf zu sein, denn das ist ja wirklich ein Ereignis von nationaler Bedeutung hier, die Buga. Ja, und die Kinder sind wahrscheinlich auch begeistert, dass sie mal mit einem richtigen Profi zusammenarbeiten können. Genau das ist es. Ja, ich habe Schalke trainiert, HSV und Gott weiß, wer überall. Hertha, die kennen mich hier in Koblenz alle. Ja. Was denken Sie jetzt nach Ihrem Besuch auf der Buga? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Koblenz? Ganz fantastisch. Da ist mein Sohn Fabian, der auch gesagt hat, so schön hätte ich das nie vorgestellt. Und ich bin auch ganz begeistert. Und da ist das Wetter noch dazu gekommen, was ja so fantastisch ist. Also ich muss schon sagen, das ist toll. Haben Sie etwas Herausragendes gefunden, was Ihnen hier besonders gut gefällt? Ja, vor allen Dingen diese Sesselbahn über den Rhein und oben dann den Rhein zu sehen von oben. Das sind ja so Aufbauten, wo man gucken kann, fast bis nach Bonn. Das ist einmalig. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch erleben kann. Da bin ich der Buga und der Stadt Koblenz und alle, die da Millionen investiert haben, das ist ja teuer auch gewesen, das hat sich gelohnt. Ja, dann freuen wir uns zusammen, dass wir uns das anschauen können. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Koblenz wurde also verwandelt und in der Stadt ist einiges bunter geworden und einiges bleibt auch schön, auch nach der Bundesgartenschau. Wer aber noch mehr sehen will, der geht dann hoch zur Festung Ehrenbreitstein. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann auf die andere Seite in den Ort Ehrenbreitstein fahren und kann von dort aus zu Fuß hochgehen. Es gibt auch eine Fähre, aber die meisten Leute wollen natürlich die Seilbahn live erleben. Von da sehen wir jetzt mal ein paar Eindrücke, wie es aussieht, wenn man über dem Rhein schwebt.
Gärten, die müssen ein Mittelpunkt einer Gartenschau sein. Hier finden wir neue Inspirationen, die einfach Lust darauf machen, den eigenen Garten zu gestalten. Herr Schmitz, Sie sind hier Experte für Landschafts- und Gartengestaltung. Wie lange dauert es denn zum Beispiel, bis ich sowas in meinem Garten integriert habe? Geht das überall, so einen Brunnen, so einen Wasserfall zu bauen? Ja, rein theoretisch geht das eigentlich überall, an jedem Grundstück. Und die Zeit, die man dazu verwendet oder aufwenden muss, ist abhängig einmal vom Grundstück selber, beziehungsweise von dem, was man denn ausgeben möchte oder kann, um sowas zu realisieren. Diesen Garten hier haben wir in 1500 Stunden haben wir etwa gebraucht, hier auf der Bundesgartenschau in Koblenz, um das hier hinzustellen. Ja. Und wie gelangt jetzt das Wasser hier hoch? Da ist ja so ein Wasserfall und dann kommt das wieder runter. Ist da eine Pumpe drunter? Ja, natürlich. Da ist eine Pumpe eingebaut, die halt einen Kreislauf herstellt, das Wasser zum Filter bringt. Die Pumpe hier ist hier im Teich eingebaut, eine Niedervoltpumpe, damit man auch das Wasser begehen kann, rein theoretisch. Das muss dann eine Niedervoltpumpe sein, weil sonst könnte man gesundheitliche Schäden davon tragen, wenn die Pumpe defekt ist. Beispielsweise, man geht ins Wasser, dann bekommt man einen Schlag und mit diesem Niedervolt geht das. Die Pumpe saugt das Wasser aus dem tiefsten Bereich an, fördert es zum Filter und aus dem Filter läuft es einfach nur wieder heraus in die Quelle. Ja, und es ist immer das gleiche Wasser. Wie lange kann ich das benutzen? Dauerhaft? Ewig? Das Wasser wird immer drin bleiben. Es wird natürlich durch, wenn die Sonne stark scheint, dann wird einiges verdunsten. Ich denke mal, dass man ja, vielleicht 100 Liter am Abend muss man nachfüllen. Und wenn ich jetzt so einen Teich in meinem Garten habe, da kann ich natürlich Fische reinsetzen, aber ziehe ich damit auch Tiere aus der Natur an, die sich dann bei mir im Garten einnisten? Ja, wenn Sie mal genau hinhören, wir haben jetzt nach einer Woche schon eine Kreuzkröte hier im Teich. Habe ich eben erfahren, das ist eine Kreuz, ich wusste es nicht, dass es eine Kreuzkröte ist. Und das ist eine Pionierfrosch, ein Amphibium. Und die sucht sich neue, umgestaltete Wasserflächen, wo irgendwo eine Pfütze oder ein größerer Teich entstanden ist. Dann sind die mit die Ersten, die da sind. Also die kommen von ganz alleine. Man muss da gar nichts machen. Libellen und sowas, das dauert halt noch ein bisschen jetzt, aber die kommen alle von alleine. Ja, wo kommt denn so ein Frosch eigentlich her? Riecht er das irgendwie? Oder? Nein, das ist eigentlich so, die suchen sich immer wieder neue Gebiete, wo sie sich zurückziehen. Hören Sie? Wo sie sich zurückziehen können. Und die suchen einfach, ne? Und in den Abendstunden fangen die erst richtig an loszulegen, dann muss hier ein Höllenlärm sein, ne? Also ich werde es heute Abend erfahren. Okay. Ich sehe, Sie haben hier so einen gotischen Bogen. Ist das gotisch? Ja, das ist ein gotischer Bogen, klar. Den gibt es dann halt auch in einer einfachen Version. Hier haben wir ihn doppelt oder als Gartentor. Ja. Wie kommen Sie denn auf solche Ideen? Wo holen Sie sich die Inspiration? Ja, die Inspiration kommt eigentlich in dem Fall aus England. Also ich habe Urlaube in Cornwall gemacht, wo auch zum Teil in diesen alten englischen Gärten solche Elemente eingebaut sind. Und habe mir die Idee halt, genauso wie andere Sachen hier in diesem Garten, die ich vielleicht von Madeira habe oder La Palma, die Bodenbeläge und so, da ist das Fenster, kommt aus England eigentlich, die Idee. Ja. So als einzelner Gartenbesitzer sehe ich vielleicht irgendwelche Dinge in der Architektur, zum Beispiel in England, die mir gefallen, aber wie kriege ich sowas in meinem Garten? Man muss ja erstmal jemanden finden, der sowas herstellen kann. Wir stellen die selber her. Wir bauen eigene Formen und gießen diese Fenster selber. Ich habe gesehen, Sie haben hier sogar ein Weinregal im Garten. Ist das denn realistisch, dass man den ganzen Sommer über den Wein im Garten lagert? Ja, es ist eigentlich realistisch, ist klar. Man kann es im Garten einbauen, man kann es aber auch in einem Gebäude verwenden. Es muss nicht unbedingt draußen stehen. Ich habe es hier als Weinregal eingebaut in unsere Ruine hier, die eigentlich immer verschlossen bleibt, zwar, weil sonst wäre der Wein schnell weg, denke ich mal. Es muss ja auch nicht immer ganz voll sein. Also man kann jetzt, wenn man meinetwegen Gäste hat, dass das Weinregal nicht voll bestückt ist, sondern es sind eine gewisse Anzahl Flaschen ist drin, mehrere Sorten. Und es hat einfach was. Es sieht einfach toll aus. Ne? Ja, wird es dann noch anbieten, vielleicht ein Dach drüber zu machen? Das, gar nicht. Gerade deswegen, weil dieser Tuffstein, der braucht es eigentlich, das Regal ist aus Tuff, das braucht es eigentlich, dass er feucht wird, weil dadurch hält er ein super Raumklima.
gibt das die Feuchtigkeit nur ganz langsam ab und hält immer so ein gewisses Klima um die Flasche herum, was einmal den Korken etwas feucht hält, damit er nicht austrocknet, zudem aber den Raum an sich auch kühler hält. Wäre also was nicht nur für den Garten, sondern auch für den Keller oder fürs Wohnzimmer, wo man es haben will. Der Tuffstein, ist das was Regionales? Ich habe das in der Eifel schon gesehen. Ja, es gibt in der Eifel gibt's die Tuffbrüche, ja, aber dieser Stein kommt aus Italien. Das ist kein heimischer Stein. Der hat den Vorteil einfach, dass man ihn nicht imprägnieren muss. Also er hält unsere Temperaturen aus. Es ist stark saugfähiges Material, was relativ schnell begrünt. Also sie bekommen Moos an die Flächen, die beregnet werden beispielsweise. Die Mitte der Mauern, wenn man jetzt an dieser Säule einmal heruntergehen, da wird dieser obere Bereich, der wird grün werden und dann irgendwo hört das auf. Und von unten hoch zieht er auch Wasser. Das heißt, der Stein lebt quasi. Der ändert ständig seine Farbe. Haben Sie schon was im Hinterkopf, was Sie gerne mal bauen würden, wo Sie nur noch keinen Abnehmer dafür haben? So ein Traum? Ach nee, Träume entstehen eigentlich bei jedem Plan, den ich zeichne. Habe ich wieder so irgendwas, was ich noch nie gebaut habe. Und so halte ich mir das immer für von jedem Plan bis zum nächsten. Spare ich mir das so ein bisschen auf. Und irgendwann hören die Träume ja auf. Ne? Es ist bei jedem Plan ist wieder was Neues und wieder was, was richtig Spaß macht und ein bisschen Herzblut braucht. Ne? Ja. Tipps, was es für Pilze bei uns eigentlich gibt, auch wenn man nicht alle essen kann. Viele haben ihren Nutzen, andere können großen Schaden anrichten. Wie Lebensmittel in großen Treibhäusern oder Feldern angepflanzt werden, sehen wir daneben. Ein besonderes Kunstwerk besteht aus einem großen Kreis. Schieferstein wurde hier benutzt. Ein typischer Stein, der im Norden von Rheinland-Pfalz in großen Mengen abgebaut wird und so nur hier zu sehen ist.